Herzlich willkommen in der Sage50 Software. In diesem Tutorial-Video zeigen wir Ihnen, wie Sie sich ein neues Wirtschaftsjahr anlegen können. Um ein neues Wirtschaftsjahr anzulegen, begeben Sie sich in den Menüpunkt Buchhaltung, Wirtschaftsjahre. Sollten Sie Sage50 Auftrag nutzen, finden Sie die Funktion Wirtschaftsjahre über den Menüpunkt Faktorierung. Über die Schaltfläche Neu können Sie ein neues Wirtschaftsjahr anlegen. Es wird automatisch das Nachfolgejahr angelegt. Da die Wirtschaftsjahre lückenlos geführt werden, können Sie diese Option nicht beeinflussen. Aktivieren Sie die Funktion bei jedem Öffnen dieses Wirtschaftsjahres eine automatische Saldenaktualisierung durchführen, damit das Programm bei jedem Programmstart oder Wechsel des Wirtschaftsjahres eine Aktualisierung durchführt. Aktivieren Sie die Funktion Saldenaktualisierung jetzt durchführen, um direkt bei Neuanlage des Wirtschaftsjahres die aktuellen Salden als EB-Werte vorzutragen. Budgetwerte sind Sollwerte, die Sie sich selber setzen können. Hier können Sie beeinflussen, ob diese übernommen werden. Die Anlage eines neuen Wirtschaftsjahres kann durchaus einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, nach der Neuanlage eines Wirtschaftsjahres eine Dateninspektion durchzuführen.